Hey Leute und willkommen zurück zu The Minish Cap. Beim letzten Mal haben wir versucht, das Rätsel um die Weiterführung des Spiels zu lösen. Haben es nicht geschafft und ja, steht fest, wo wir lang müssen. Wir wissen aber nicht genau wie, weil hier kommen wir nicht hoch. Ja. So. Die Sache ist, wir müssen hier irgendwie hochkommen. Ob du willst und nicht. Ich glaube, es ist gerade... Der Typ da soll mal irgendwie aus dem Haus rauskommen oder so. Ja, ja, das bringt mir gerade nichts. Etzelo. Ich muss das mal ausprobieren, dafür opfere ich die Fee. Oder ich opfere sie nicht, weil ich es nicht hinkriege. Oder warte mal, ich kann das gar nicht. Ja, okay, ich glaube, ich muss es gar nicht opfern. Weil das Ergebnis jetzt schon feststeht. Wir gehen nochmal raus, weil ich möchte mal gucken, wie das alles hier ist. Ja, Hundi. Was sagst du so? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Kann es sein? Wir müssen, glaube ich, in dieses Haus kommen. Und zwar als Großwesen. Was hattest du nochmal zu sagen? Ja. Ja, ja, das ist mir schon klar. Nur die Sache ist, ich will da hoch. Dazu muss ich hier rein, glaube ich. Und zwar als Großer, damit ich das da verschieben kann, damit ich da reinkomme. Bäh. Weil das geht nicht. Du willst auch nicht mit mir reden. Wir versuchen es nochmal als großes Wesen. Ich verplemper hier gerade echt Zeit, aber... Wie check ich das nicht? Irgendwas habe ich gerade an Denkfehlern. Denkprozessfehler. Dingensteile, weswegen ich in Wasser falle. Da darf ich wirklich nicht rein. Du bist ein böser Typ. Du bist ein ganz böser. So, jetzt können wir hier hoch. Dann kommen wir. Wir müssten dann da durch, da rein. Und da wieder raus. Ich weiß, wo der Weg ist, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist ungünstig. Hier komme ich auch nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Dann können wir eben hier. Was für ein nutzloser Kauz! In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. Ja, ich sehe es auch schon. Kann es sein, dass wir hier irgendwas machen müssen? Hier können wir uns klein machen. Mit dir können wir Fragmente vereinen. Mit Hagar. Ah, das geht sogar. Wir haben sogar was für ihn. Passen perfekt. Blablabla, Gedöns. Ja, ja, mach mal. Okay, und hier öffnet sich etwas. Und zwar? Was passiert? Was passiert? Ah, egal, mal Durchgang. Coole Sache. Auf einmal ist das Wasser weg. Haben wir den Schnellkondensator eingesetzt. Ja, ist gut. Ja, sie passt perfekt. Und was sagst du normalerweise? Das Loch im Garten dient als Zuflucht. Aber sie ist nicht für mich allein gemacht. Nee, für mich selbst gemacht. Aber das darfst du nicht falsch verstehen oder so. Komischer Kauz. So, das hier kriegen wir leider nicht kaputt. Das ist sehr schade, sonst könnten wir hoch. Das geht aber noch nicht. Aber wir können hier unten die Truhe öffnen, kriegen ein Glücksfragment. Wie viele brauchen wir hier? Ah, zu viele. Oder? Das sind, glaube ich, zu viele. Wir können es mal ausprobieren eben. Nein, kriegen wir nicht hin. Okay, also wieder raus hier. Wieder hier rein. Das bringt uns noch nichts. Runterhopsen.
Hier gibt's Brot. Ich möchte kein Brot. Danke. Was haben wir hier? Ja. Warum lese ich gerade eigentlich nicht vor? Ich weiß es nicht. Wir hüpfen mal. Oh, hüpfen mal hier rein. Geheimer Dungeon und so. Okay, da kommen wir noch nicht rüber. Dafür müssen wir erstmal durch über das Wasser kommen. Zack. Können wir hier rein? Es scheint hier niemand hier zu sein. Vielleicht sollten wir nicht reingehen. Aha. Aber sonst dauernd alle irgendwie stören. Ist ja auch eine super Idee. Richtig logisch und mit Zusammenhang und so. Ah, Fragmente verein. Können wir? Können wir? Können wir nicht. Du willst nicht. Nee, du willst nicht. Können wir das verschieben? Nö. So, gucken wir mal. Ich bin gerade auch viel zu doof für das Rätsel. Also das war ja schon mal der voll richtige Ansatz. Ich versuche gerade mal irgendwie... Ja. So, darüber und dann darüber und dann da unten rein. Ja. Das würde ich ja auch gerne. Gäbe es da nur nicht ein paar Problemchen. Frau, versperre mir nicht den Weg. Dankeschön. Sag mal. Nee. So. Geht doch. Okay. Können wir da oben irgendwas machen? Warte mal, waren wir hier schon mal raus? Ah, genau, da wussten die beiden Typen. Zack. Ach nee, hier oben durch. Und hier lang. So, jetzt sind wir wieder hier drüben. Das ist ja schon mal die richtige Stelle. So, wir kommen als kleiner Wicht hier rein. Können jetzt aber wenig machen. Komm, ich schlag dir einfach die Beine durch und dann fällst du runter, suchst draußen nach Hilfe und dann können wir hier rein. Nee, funktioniert nicht. Oh, schade. Hätte ja klappen können. Obwohl... Ach Quatsch, was mach ich denn da? Die schießt doch alles Schwachsinn. So, aber hier ist auch nichts versteckt irgendwie. Nö. Boah, wie kriegen wir deine vermaledeite Tür auf? Es ist böse, was der hier mit uns treibt. Es ist einfach nur böse. Brauchen wir irgendwie ein spezielles Fragment? Das wäre ja irgendwie affig, wenn wir ein spezielles Fragment bräuchten. Um den Typen klar zu machen, dass er mal aufhören soll, Kellerkind zu spielen. Was hast du zu sagen? Moment. Was ist das denn für einer? Ja, hier ist eine Lücke. Och Mann, Leute, das gibt es doch nicht. Jetzt gümmel ich hier 8,5 Minuten nichts ahnend rum. Ist ja auch super. Ja, es ist auch ein Haus. Du Ungläubiger. Gut, jedes Projekt braucht Fail-Aufnahmen, ne? Und das hier ist definitiv eine, weil ich keine Ahnung habe, was wir jetzt tun sollen. Mit dem Hundverein oder so? Da bräuchten wir erstmal ein paar neue Dingensteile. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zur Lon-Lon Farm, um hier keine Zeit zu verschwenden. Lustig, nicht. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. So, jetzt können wir hier eine Bombe noch mal reinklatschen. Nein. Oh Gott, Rapkin, was machst du da? Okay, Magic Mushroom, Mushrooms, ja. Sieht für mich ganz eindeutig nach Pilzen aus. Ja, ihr könnt mich gerade mal feucht. Wo ist mein Vater nur hingegangen? Ich war unterwegs. Und jetzt ist die Tür verschlossen. Ich komme nicht ins Haus. Ist ja gar nicht offen. Ist ja schon. Zack. Wir können, glaube ich, aber auch nicht rein, weil sie uns den Weg zum Mini-Eingang versperrt. Na, du bist ja eine ganz tolle. Na, da will man dir helfen und dann verwehrst du einem die Hilfe. Tja, super.
alle sterben. Pegasus-Stiefel jetzt mal ehrlich, Leute. Muss ich zwangsweise mit dem Hund oder irgendwem sonst vereinen? Mir kommt es gerade wirklich so vor, aber das fände ich doch ein bisschen komisch. Ja, ihr alle... Nee. Ah, jetzt können wir aber hier hoch. So, da hoch. Dann können wir hier rüber, sind am Seela-Wasserfall. Oh Gott, dich mag ich gar nicht. Ja, hör auf, Bomberman. Ja, jetzt hier auf einmal Speedhack. Da. Und die Analbohrer will ich hier... Oh, ein Herzteil. Herzteil erhalten. 4 Herzteile geben wir noch einen Herzcontainer. Deine Herzteil erhöht sich und du hast wieder volle Energie. Okay, hat sich doch irgendwie ein bisschen gelohnt. Dieser Part. Oh, und hier haben wir noch die goldene Kiste. Und ein großer roter Bienen. Das sind 200 Rubine. Damit haben wir 212 Rubine. Das ist ja schon ganz fein, ne? Okay, können wir irgendwo... noch was mache. Ja, das ist sehr schön, dass du leuchtest. Ich weiß auch, was ich mit dir anfangen kann. Theoretisch. Aber noch kann ich es nicht. Und wofür war das jetzt gut? Für nichts. Okay. Ich mag sinnlose Sachen. Hm. Hier noch irgendwie irgendwas. Hier waren wir schon drin, oder? Hier waren wir schon drin. Hier waren wir schon sowas von drin. Also ich habe noch eine Theorie, die probiere ich jetzt mal aus, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Bin mir überhaupt nicht sicher, ob das funktioniert. Hm, ich bin gerade echt ratlos. Naja, wir haben wenigstens den Herzteil bekommen und so. Hm. Jetzt halbwegs produktiv. So, gehen wir mal eben darüber wieder. Und versuchen weiterhin den Typen mal zu animieren, aus seinem bepiepsten Haus rauszukommen. So. Muto. Habt ihr sonst auch wieder was zu sagen? Schaffe, schaffe, Häusle. Wenn wir hier fertig sind, geht es bei den Treppen weiter. Ich bin am Meister meines Fachs. Ich mache nur erst das hier Arbeit. Hier wütend ist das halt so viele Monster. Das macht es wirklich schwer, hier alles auszubauen. Mhm, merk schon. Ja. Und ich falle liebend gerne in Wasser rein. Ich glaube, es war irgendwas mit dem Hund. Der Hund hatte irgendeine fundamentale Bedeutung. In diesem verwebten Komplex. So, hier hoch, Hundi. Guten Tag, wollen wir nochmal reden? Ja, sind alle sehr freundlich. Das finde ich sehr schön, dass sie zu freundlich sind. Fragmenteverein. Nee, da habe ich leider keins für. Sorry. Wir können auch hin. Und du hast uns den Tipp gegeben, du kleiner Wicht. Ich bin jetzt zum x-ten Mal in diesem Haus. Oh Gott. Ich habe hier gerade irgendwie echt... Intelligenz bleibt aus und alles irgendwie bleibt alles irgendwie geradeaus bei mir. Hm. Naja, irgendwie habe ich das geschafft, den Part auch wieder auf 14,5 Minuten zu bringen. Voller sinnlosen Inhalt, außer diesem Herzcontainer. Ich glaube, jetzt sollte ich mich wirklich mal vorab informieren vor dem nächsten Part, sonst könnte das schlecht werden, wenn ich dann auch noch einen zweiten bzw. dritten Part hier rumwurschtle, um irgendein Ergebnis zu finden. Ich weiß, ich will hier rein. Dafür muss ich dann hier unten durch und bla und bli. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's heute schon wieder. Ich hoffe, es hat euch trotz wenig Produktivität gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!